Moin, oh Freunde, und damit begrüße ich euch wieder herzlich zurück zu Super Mario Galaxy. Und heute werden wir bei der Windgartengalaxie weitermachen. Denn im letzten Part haben wir schon die ersten Sterne vom Schlafzimmer geholt. So gesehen eigentlich den, diese Warmgalaxie. Und heute werden wir uns den zweiten Stern der Windgartengalaxie holen mit der Begegnung von General Maulwurf. Oder General Maulwurf, oder wie ist Maulwurf auf Englisch? Maulwurf, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls können wir hier uns den nächsten Stern holen. Ja. Und auch wie im letzten Part schon erwähnt, hier weiß ich auch wieder ein bisschen Bescheid von, was ich machen muss, um die schönsten Sachen zu bekommen. Erstmal, okay, das hier unten habe ich vorher nicht abgecheckt, um ehrlich zu sein. Gut, sind auch nur Goombas. Aber irgendwas muss ja müssen die Dinger ja zu bedeuten haben. Außer Goombas. Vielleicht kann ich auf einen Goomba springen. Ach, keine Ahnung. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich weiß nicht, was das Ding bringt. Kann man ja in den Kommentaren schreiben. So, jetzt holen wir uns auf jeden Fall diese Münzen, denn die sind oberwichtig. Die müssen wir uns auf jeden Fall schnappen. Also ohne Witz, die müssen wir wirklich schnappen. Oder auch nicht. Great. War das wieder... Ach komm, ich hab schon wieder verwechselt. War der Troll. Stimmt, das war der Troll. Ah, hier brauchten wir die Münzen. Naja, nee. Ah, Belasto. Naja, jedenfalls habt ihr gesehen, was die bringen, die Münzen. Und zwar rein gar nichts. Wenn man es böse sagen möchte. Jetzt gucken wir mal, wo der... Ah, nein, nein. WTF? Ach so, wegen die Steine. Ja, mir sind Sachen hier vielleicht passiert, die mir vorher im Let's Play nicht passiert sind, aber okay. Warum nicht? Wenigstens hebt sich das vom letzten Spiel ab. Ein bisschen. Jetzt fehlt uns nur einer. Aber wo hat sich der nur versteckt? Da! Nein! Ach du Rarum! Ich wollte gerade was anderes Böses sagen, aber das sagt man nicht. Du Bengel, du. Machen wir was ganz kinderfreundlich. Aber wo ist denn der jetzt hin? Da. Diesmal nicht. Diesmal entkommst du meinem Schlage nicht. Ich werde dich zerschmettern. So, und jetzt rauf aufs Fragezeichen. Und übrigens, habt ihr mitgekriegt, es ist ein Fragezeichen? Ja. Wer von euch hat's mitgekriegt? Ab in die Kommentare damit. So, und übrigens können wir hier... Oh, Schwein gehabt. Uns ein bisschen Cash absammeln, wenn wir wollen. Also Cash im Sinne von Sternteile. Und wenn die schon hier sind, sollten wir das auch uns holen. Weil alleine die 100%, ihr müsst halt alles sehen von der Welt. Und ich würde ja auch sehen, weil ich mag Mario Galaxy echt gerne. Wie man bestimmt mitkriegt. Es ist echt eins meiner Favorites. Auch wenn ich es nicht vielleicht überkrass gut kann wie die meisten Speedrunner. Aber das muss ja nicht sein. Muss ja einfach nur nach Spaß gehen. Und dafür bin ich ja hier, um das einfach nach Lust und Laune mal zu spielen. So, jetzt haben wir so gesehen alles. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es hier weitergeht. Wir hätten da rauskommen müssen irgendwie. Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall durch das Ziel. Ab weiter auf die leider wunderschön. Also die wunderschönen Äpfel sind wirklich wunderschön. Aber pass auf, was sich hinter diesen Äpfeln verbirgt. Es ist ein ekelhafter Wurm.
Vor allem so ein Würmchen in so einem schönen Apfel, wisst ihr? Die Apfel sind so lecker. Na gut, die grünen vielleicht nicht so, sind nicht so mein Fall. Aber die roten sind echt geil, also echt gut. Die sind halt so schön, also die roten sind so eher so saftig, finde ich, und knackiger als die grünen. Und vor allem auch viel, viel süßer, saurer meine ich. Und die grünen sind eher so süß, also süßlicher, aber dafür weniger sauer. Man muss halt gucken, was man besser findet und was halt, ist halt auch weniger knackig, muss man ehrlich gesagt. Also zumindest die ich im Vergleich hatte. Ich bin dafür, dass die halt, also dass die roten halt am besten schmecken. Ist aber wie gesagt individuell für jedermann. Und dann müsst ihr dann entscheiden oder für euch selber ausmachen, was ihr besser findet. Okay, sehr schön. Würmchen, wir krabbeln mal auf deine Nase. So, jetzt sind wir hier. Können wir hier noch irgendwas abholen? Oh, wait, what? Einfach mal 6 Leben? Und was kriegen wir hier? Oh, oh. Oha. Das gönnen wir uns natürlich auch noch. Da haben wir schon 147 und werden jetzt diesen kleinen Hasen befreien, der gejagt wird. Von dem riesen dicken Maulwurf. Wartet, wir müssen jetzt genau springen. Digga, was soll denn das? Mit der Brust ohne wütend werden. Man jagt keine kleineren Lebewesen. Man muss mindestens gleich groß sein. Ja. Jetzt irgendwie mal weghauen, abhauen oder was? Das sind die Richtigen. Ah, da hinten ist er. Seht ihr ihn kommen? Na, komm, komm. Ah, den schaffe ich nicht. Das war mir klar. Oh, der Boss ist böse. Wenn du da immer verkackst, dann brauchst du eigentlich nicht nochmal probieren. Fuck. Ja. Ist halt doof, wenn die Steine im Weg sind. Wir müssen mal ein bisschen weiter hier rüber. Komm mal mit. Hallo? Ach, ich bin doof. Hallo? Ich will nicht auf seine Maske. Alter. Also so schwer ist der Boss nicht, ne? Ich stell mir nur gerade an, wie... Wie ein Joghurt. Alter. Ich hab noch nicht so wirklich viel gestruggelt bei diesem Boss. Der ist eigentlich wirklich nicht schwer. Was ist da los? Ey, das gibt es doch wohl gar nicht. Was ist mit dem Kerl los? Hey! Hallo? Alter, das gibt's doch wohl ja nicht. Mario, bitte, arbeite für dein Geld. Ey, verkack hier bei so einem einfachen Boss, das ist doch nicht normal. Ach, geht doch endlich. Der ist nicht schwer, glaubt mir. Ich verstehe doch gerade nicht, was passiert ist. Ich glaube, da waren einfach viel zu viele Pechsachen mit bei. Aber wir haben den Stern. Das ist das einzige, was zählt. Und für euch war der Bosskampf ein bisschen spannender. Ist doch eine Win-Win-Situation, nicht wahr? Mehr oder weniger. General Maulwurfen besiegt. Den nenne ich jetzt Maulwurfen. Viel, viel einfacher. Und dann hüpfen wir gleich mal in die letzte Mission. Und ich glaube, irgendwo mussten wir diese Münzen sammeln. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es hier war. Oder war es in der ersten Welt? Ah ne, da haben wir es gemacht. Hier! Genau.
Und zwar hat es einen besonderen Grund. Den werde ich euch zeigen, wenn ich es hinbekomme. Naja, wird schwierig. Also, erstmal gönnen wir uns den hier unten. Den habe ich noch einen Schlupfwinkel gesehen. Ne? Komm da raus. Geht doch. Damit können wir nämlich uns ein bisschen Cash ansammeln. Ja, und du kommst gleich mit. Noch ein Sack voller Sternteile. Die nehmen wir noch mit. Und wie gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen konzentriert arbeiten. Oh, die haben wir noch bekommen. Uiuiuiui. Und die haben wir auch noch. Ja. Ja, wir haben's. Oder? Okay, doch, wir müssen das rein theoretisch haben. Aua, hey, du Frechdachs. Ich wollte gerade sagen, hätte ich jetzt den Stern nicht bekommen, wäre ich sauer gewesen. Hä? Wieso? Mario? So, jetzt nochmal. Ah, perfekt. So, und den brauchen wir. Weil ihr seht ja da hinten schon einen goldenen Kettenhund. Und ratet mal, was der goldene Kettenhund mit uns macht. Oder geschweige, was der uns bringt. Oh, dazu müssen wir ihn natürlich auch kriegen. Und zwar gibt er uns den Stern. Einen Secret-Stern. GG. Ein Secret-Stern mehr für unsere Tasche. Und wir werden natürlich auch gleich wieder rinhüpfen, um die richtige Mission zu machen. Aber die wollte ich euch noch machen hier. Zeigen. Der Sternchen, der sollte noch mit in den Part rein. So. Und weiter geht's. Aber wir haben die Windgarten-Galaxie schon gut abgeschlossen, muss ich ehrlich gestehen. Also, wir sind gut dabei. Besser als, ja, die Furien-3-Parts. Kann ich euch schon mal jetzt versichern. Wo die Schwerkraft hinfällt. Habe ich das überhaupt vorgelesen? Nee, ne? Jedenfalls heißt es ja eigentlich, wo die Liebe hinfällt. Heißt jetzt anscheinend aber auch, wo die Schwerkraft hinfällt. Und es ist wortwörtlich zu nehmen. Es ist einfach wortwörtlich zu nehmen. Ich habe hier, glaube ich, ein paar dumme Fails gemacht, die ihr leider nie wieder sehen werdet. Weil, wie gesagt, die Tonbandaufnahme halt, oder die Soundaufnahme halt Bullshit ist. An was das liegt, weiß ich nicht. Oh, genauso wie an diese Steuerung. Komm, ich will die ganzen Sternteile. Die sind mir heilig, die kleinen Dinger. Davon müssen wir eine Menge sammeln noch. Deswegen nehme ich ja auch gerade alle so mit. So. Rein theoretisch brauchen wir das nicht mehr. Ich mache das jetzt als Zusatz. Damit wir halt mal gucken können, ob wir, das passt aber. Damit wir hier noch Sternteile rankriegen. Weil Sternteile kann man nie genug haben. Das war... Alter! Ey, was ist denn das für eine Pflanze? Gut, dass man keinen Fallschaden bekommt, sonst wäre ich jetzt draufgegangen. Na toll. So, und damit holen wir uns jetzt hier noch ein paar, ein paar Sternteile ab, ne?
aber ich denke mal, das reicht erstmal für das Erste. Wir müssen ja nicht alle einsammeln, aber wenigstens so ein klein bisschen, so ein Anteil, damit wir hier gut vorankommen. Gut, hier unten gibt es noch Stern oder Sternfünftel. Wie man die auch immer benennen möchte. Aber die müssen wir auf jeden Fall alle einsammeln. Achso, und hier ist wieder nur Münzen. Wie gesagt, ich ignoriere mal Münzen so zu 100%. Außer wenn ich mal kein Leben habe. Dann kann ich mir mal eine Münze schnappen, wie zum Beispiel jetzt. Genau. Und dann gucken wir mal drüben nach, ob wir da was Schönes noch haben. Ach, guck mal, hier sind ganz viele Sternteile. Ah, nicht nur das. Der war gut versteckt. Gut und böse versteckt. So, weiter geht's. Jetzt kommen wir erst zum verwirrenden Part, Leute. Und zwar ist es dieses wunderschöne Ding. Und ich Schildfried, mal sehen, was er zu uns sagt. Gefahr, pass auf, wo du hintrittst. Als hätten wir uns nicht selber denken können, nein. Okay, das war hammerhart. Ich hätte gedacht, ich wäre jetzt komplett raus gewesen. Aber das Spiel hat Gnade. Ha. Klang voll auf den Gummer. Und hier müsst ihr aufpassen. Als kleiner Tipp. Geht nicht über den Rand. Egal wo. Geht nicht über den Rand. Ihr werdet nicht zurückgeschleudert. Selbst hierbei nicht. Vielleicht schaffe ich ihn ja jetzt zu holen. Nee. Okay, gelassen. Ich habe ein Trauma mit dem Ding. Glaubt mir. So, nach oben hin. Im Übrigen aufpassen, hier könnt ihr auch runterfallen. Wenn ihr hier zu weit rüber springt, seid ihr definitiv unten. Gut, da das Gemeinste ist, was man jemals machen kann, werde ich das jedenfalls nicht wiederholen und mir die Teile holen, weil das tut man nur einmal. Das war jetzt ein bisschen... Das ist ein bisschen fies, muss ich ehrlich gestehen. Aua. Nee, das muss ich ehrlich sagen. Das ist ein bisschen fies. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß ja, dass viele das nebenher zocken, während die meine Parts schauen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das geschafft habt innerhalb kürzester Zeit, wie oder ihr auch ein Fail hattet, weil, ja, weiß ich nicht, weil das einfach trostlos ist, da rauszufallen. Weiß ich nicht. Das nur noch übel. Übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, wo ihn keiner mehr fand. So, Bilderbuch, alles klar. Und nein, wir tun nicht speichern. Wir können eigentlich weitermachen. Hier kriegen wir übrigens bald einen neuen Risikokomet, ja. Einen Kometen allgemein. Aber wir machen als erstes die Eisvulkangalaxie. Die ist auch eine sehr, sehr wunderschöne Galaxie. Ich hoffe. Aber wir machen jetzt wahrscheinlich die Mission, die am längsten dauert. Und zwar nicht schlüpfrige Eisberge. Oder vielleicht doch. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall kann ich dir schon mal erzählen. Ich finde sowas wie Eis- und Lavalandschaften vereint in eine Position so gesehen, finde ich wirklich schön gemacht. Also ohne Witz, es ist echt schick und ich mag irgendwie diese Heiß-Kalt, diese Abstrakte. Hey Opa, übst du schon Eisrutschen oder was? Naja, dann lass mal gegeneinander antreten. Kannst du mich überhaupt fangen? Ja. Und hier muss ich auch ehrlich gestehen, ich wäre nie drauf gekommen, dass man einfach mit ein bisschen Drehen rutschen kann. Ratet mal, was ich nicht gemacht habe. Und genau, es war Rutschen. Aber ich habe ihn trotzdem relativ gut gefangen, also selbst ohne Rutschen. So kriegt man den halt schneller. Aber ihr könnt auch ohne Rutschen diesen Bengel fangen. Ist alles egal. Du hast es drauf, Opa. Naja, wenn es jemand schaffen kann, dann nimmt halt du.
Da denke ich mal auch, ne? So, und jetzt kommen wir zum schönen Abteil. Wirklich einer meiner, ich würde sagen, meine Favorite Galaxies. Jetzt aus dem ersten Teil. Aber auch einer der schweren oder schwersten derzeit. Ich würde nicht behaupten, dass das Ding, also dass diese Welt leicht ist. Ganz im Gegenteil, ich habe echt Probleme mit der Welt. Und eigentlich hatte ich diese gut wie abgeschlossen, aber wie gesagt, ich mache es ja für euch gerne noch einmal. Einfach damit ihr die volle Dröhnung habt. Jetzt muss ich nur den Skill beweisen und nicht hier hundertmal runterfallen. Perfekt. Achso, und ja. Nein! Da oben geht's weiter, Leute. Und da werden wir auch hingehen. Oh, Leute, ich bin oben. Jo. Also eigentlich ist es... Doch, es ist schwer. Es ist schwer. Ich sag nichts dazu, es ist wirklich ein bisschen schwerer. Und wir haben jetzt Feuer-Mario. Schütte jetzt Feuer-Mario oder drücke Y, um Feuerbälle abzusenden. Nice. So, und das werden wir auch gleich mal machen. Mal sehen, ob wir hier... Nein! Oh Gott, habe ich Schwein. Nein! Belastend. Ja, geil, Mann, du scheiß... Hau ab, Fledermaus. Ganz ehrlich, verpiesel dich und such dir einen Freund. Und nein, der bin ich nicht. Danke. Dann bleibe ich lieber Single, wenn ich so einen Freund hätte hier. So einen Eisfreund. Alter, Mario, dein Ernst? Oh, ey. Da bin ich schon wieder halbtot. Aber immerhin, man kriegt hier überall noch ein Herz, ein Leben dazu. Sagt er und läuft am Leben vorbei. Dann sollte es nicht mehr so schwierig sein. Ach so. Außer man trifft nicht. Okay, das ist hart, das ist hart, das ist... Okay, das schaffe ich nicht mehr. Ich hoffe, ich brauche da oben kein keine Feuerblumen mehr. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, da oben gab es noch eine. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Nee. Nee, du. Warum sind hier so viele Fledermäuse? Mit was habe ich das verdient? Nein. Oh, du Fledermaus. Ich werde dich für immer töten. So, jetzt können wir erstmal warten, weil das nützt nichts. Dim, 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 dim. Wir brauchen nämlich diese Feuerblume, um oben weiterzukommen. Und da haben wir leider nicht die Zeit für, so viel zu trödeln. Außer man macht natürlich Speedrun-Hacks und was weiß ich nicht alles. Was soll ich dazu sagen, Leute, ne? Nichts kann ich dazu sagen. Alter, willst du mich rollen oder was? Ich glaube, ich spinne. Ey, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, von dieser fetten, hässlichen Monsterkugel getroffen zu werden. Boah, triggert mich das. Diese Ratte, diese fliegende Ratte. Ey, was ist das denn? Verschwinde! Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. Komische Drecksding. So, komm raus. Perfekt. Boah, lass mir bloß hier hoch. Als ob. Nee. Ich weiß nicht, was ich hier mache.
Ich will nur eins. Ich will hoch hier. Ich will einfach nur den Stern. Danke, danke. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gut, damit haben wir den schlimmsten Stern hoffentlich für diese Galaxie abgeschlossen. Den 50. Stern ist ein guter Encounter. Encounter vor allem. Ein guter Counter für natürlich den Ende des Partes. Ich hoffe, euch hat's gefallen, auch wenn ich am Ende ein bisschen gestresster wirkte. Könnt ihr gerne ein Like da lassen und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne und ciao.